Angst? Und dabei hat man von hier oben so eine herrliche Aussicht. Seit 98 Jahren steht der Glauchauer Bismarckturm als Wahrzeichen der Stadt. Bereits 1894 hatten Bürgermeister Brink und Kaufmann Max Besler die Idee zum Bau eines Turmes. Dieser sollte, neben der Bismarck-Verehrung, auch einen praktischen Nutzen erfüllen. Als Standort wählte man den höchstgelegenen Punkt im Südosten der Stadt Glauchau. Als Baumaterial wurden neben 5115 Quadern aus Pirnaer Sandstein auch Stampfbeton und Ziegel verwendet. Der Turm wurde im Sommer 1910 fertiggestellt und am 4. September des gleichen Jahres eingeweiht. Das breite Erdgeschoss von 16,4 Metern bietet ausreichend Standfläche für das 46 Meter hohe Wahrzeichen. Am Eingang im Erdgeschoss befindet sich die 6,5 Meter hohe Halle. Diese wurde am 3.8.1924 als Ehrenhalle für die Opfer des Ersten Weltkrieges eingeweiht. An den Wänden befinden sich die Gedenktafeln, auf denen man noch heute die Namen lesen kann. 1945 wurde der Turm aus ideologischen Gründen in Friedensturm umbenannt und behielt diesen Namen bis zur offiziellen Rückbenennung am 19. September 1990. Der Turm besteht aus 4 Etagen. Die Räume der ersten Etage wurden 1925 als Jugendherberge mit 38 Betten und 8 Notlagern eingerichtet und bis 1939 genutzt. Zugleich wurde eine 3-Zimmer-Wohnung für den Herbergsvater angelegt. Im Oktober 1957 zog in die ehemalige Wohnung des Herbergsvaters eine 4-köpfige Familie ein, die bis zum Jahr 1972 im Turm wohnte. In der zweiten, 12 Meter hohen Etage wurde ein 9 Meter hoher Wasserbehälter mit einem Durchmesser von 5,1 Meter eingebaut. Mit einem Fassungsvermögen von 175 Kubikmetern dient er zur Wasserversorgung der Oberstadt. Nach 197 Stufen ist die dritte Etage mit der Aussichtsgalerie in 39 Meter Höhe erreicht. Mittig der Aussichtsplattform ist eine 6 Meter hohe Säulenrotunde platziert, die man von innen über eine eiserne Wendeltreppe mit 28 Stufen ersteigen kann. Diese ist jedoch für Besucher gesperrt. An der Turmspitze ist seit 2005 eine Mobilfunkantenne installiert. Von der Aussichtsplattform kann man bei gutem Wetter in Richtung Erzgebirge bis zum Fichtelberg blicken. Und mit etwas Glück sieht man von der anderen Seite des Turmes sogar das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Für Ortskundige ist aber natürlich erst einmal der Blick auf die eigene Stadt interessant, die man aus dieser Perspektive ganz neu erkundet. 1990 wurde der Turm in die Denkmalschutzliste des Kreises aufgenommen. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wird das Wahrzeichen Glauchaus auch heute noch als Aussichts- und Wasserturm genutzt. Ganz besonders erwähnenswert, er ist der größte noch erhaltene Bismarckturm aus Stein in Deutschland. Im Jahr 2006 bestiegen über 2500 Personen das Bauwerk. Auch dieses Jahr gibt es für Besucher wieder gute Aussichten. Vom 10. Mai bis 27. September besteht jeden Samstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr die Möglichkeit, dem Wahrzeichen der Stadt aufs Dach zu steigen.